Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles 22 hier von der Oberlausitz. So, genau. Milch, Nahrung, Gesundheit. Gut, das sieht schön aus. Ich muss mal gucken. Ich mache so viele Projekte, ich weiß gar nicht mehr, was ich wann wo gemacht habe. So, ich glaube, auf dieser Karte können wir tatsächlich im Moment nicht viel anstellen, oder? Hier wächst rote Beete. Guck mal, das sieht alles richtig gut aus. Hier wächst... wachsen Pastinaken. Das ist das Problem. Wir sind jetzt im Mai und wir haben hier nichts zu tun aktuell. Ich glaube, alle Felder sind irgendwie angesät. Da können wir gleich mal gucken. Außer zwischenzeitlich mal Tiere füttern oder sowas. So, hier ist Hafer im Wachstum. Guck mal, Stickstoff ist schlecht. Stickstoff. Stickstoff wäre Dünger, ne? Genau. Nun machen wir Stickstoff drauf. pH-Wert, naja, okay. Komm, hauen wir Stickstoff drauf. Fahren wir heute düngen. Düngen wir heute. Fürchte ich werde die Oh, ich sehe gerade auf dem Nebenbildschirm eine Nachricht. Life is Strange. Max kehrt zurück. Ich bin gespannt, wann die neue Version kommt. Also, ich mag das. Problem ist nur immer, die Software ist schweineteuer. Gut, also, wir brauchen einen Traktor. Wir brauchen einen Düngerstreuer. Stickstoff ist Dünger. pH-Wert ist Kalk. Ja. So sieht's aus. Was ist denn hier jetzt drin im Moment? Kalk. Okay. Okay, wir haben 24.000. Ah, Mann, das ist alles wieder schon, ne? Und hast du nicht gesehen. Ich muss mal eben ganz kurz gucken. Und zwar würde ich die Fruchtzerstörung ausschalten. Weil wir, glaube ich, keinen Traktor mit Pflegebereifung haben, mit dem wir jetzt auf das Getreide fahren können. Aber wir könnten Mist auch streuen. Das machen wir auch. Wir haben doch noch genug, glaube ich. Wir müssten zwei Miststreuer stehen. Warum sollen wir das denn nicht verwursten hier? Guck mal. Da. Interessant, dass so viel Dünger weggeht, ne? Aber wetten, man werden ja alle Felder auf Vordermann. Normalerweise kann da nichts mehr. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir da gleich drauf sind, dann fehlt auch nur plötzlich kein Dünger mehr. So. Guck mal. Ist das? Stickstoff. Die Werte sind bestens. Da brauchen wir nichts draufpacken. Ich weiß nicht, warum das so unterschiedlich ist.
keine Ahnung. So unnötig den Trecker rausgeholt hat. Ja, wir sind ein bisschen kaputt heute, weil erstmal ziemlich spät hier mit dem LS und ich habe eben Klemmbausteinvideo gemacht. Die haben doch tatsächlich länger gedauert als vermutet. Vor allen Dingen batteriebetriebenes Modell und was war natürlich die Batterien wollten. Fand ich ein bisschen schade. Gut, Escape. Gucken wir uns mal unsere Felder an. Also, das da oben, da haben wir Hafer drauf. Das hier, die Nummer 6, das müsste Mais sein, genau. Die 7, da ist es auf der 7. Der 7, da sind dann Pastinaken drauf, genau. Auf der 8 ist rote Beete. Der 9 im Übrigen auch. Auf der 13 sind Karotten. Was ist denn auf der 19? Das war ja schon angesät. Der 19 ist Gerste, der 21 okay, 21, ein dunkles, was ist denn da drauf? Hafer. Okay. All unsere Felder sind bestellt. Wachstumsstatus. Ja, das braucht alles noch eine ganze Weile, bis da irgendwas von geerntet werden kann. Also erntereif ist davon noch nichts. Wird so schnell auch nicht werden. Also alle Felder sind fertig. Der will, dass wir unsere Wiese da oben pflügen. Ja, bist du Jack? Das Einzige, was wir tatsächlich probieren können, ich muss mal eben schauen, wo unser Traktor ist, ob der das Mähwerk noch dran hat, ob wir irgendwo was mähen können. Ansonsten, ja, dann werde ich das nächste Mal, beziehungsweise nach dieser Folge entsprechend so weit vorspulen, dass wir irgendwas ernten können. Denn, was sollen wir sonst machen? Ich kann euch nichts erzählen, ich kann euch nichts zeigen. Natürlich mal schauen, wie viel Futter die Hühner überhaupt noch haben. Vergesse ich nämlich regelmäßig. Okay. Da noch Hühner drin, 65 Tiere. Was mich allerdings so ein bisschen wundert. Eins, zwei, drei Hähne sogar. Wow. Okay. Was mich ein bisschen wundert, dass die so wenig Eier raushauen. Was waren wir denn mähen? Irgendwo hatte ich das Mähwerk doch schon dran. Ich nicht ständig alles suchen müsste, ne? Das ist das Problem so ein bisschen, wenn du nur einen Tag Zeit hast, dann hast du im Winter keinen Schnee, aber du kannst natürlich nur ständig rackern, ne? Du bist immer am Machen und Tun. Wenn wir das jetzt haben wie hier, dann haben wir zwar Schnee, aber wir haben jetzt von Mai bis, keine Ahnung was, haben wir so eine richtige Leerlaufzeit. Das ist irgendwie...
Ich weiß nicht, ob da der LS noch realistischer werden muss. Ich weiß nicht, was Landwirte in dem Zeitraum machen. Da steht doch das Zeugs, oder? Wo ist denn zum Henker der unser Mähwerk? Nur einmal auf der Suche und das ist immer. Weil irgendwo muss ja der. Ist hier hinten oder was? Was ich bald mache, da ist er doch. Warum konnten wir eben den nicht rein teleportieren? Wir gucken noch mal oben aufs Feld, ob wir da inzwischen ernten können. Also mähen können. Ob da was geht. Oder ob da nichts geht. Das sind dann so richtig nutzlose Folgen. Man kann nichts großartig machen, außer Viecher füttern. Und vielleicht sollte man wirklich nur noch Multiplayer-Projekte machen. Wo man dann mit anderen zusammenspielen kann. Keine Ahnung. Ist schon ein bisschen hardcore. Wie sieht's aus? Erntereif, naja, wunderbar. Können wir ja wenigstens was machen, wa? Ja, wenigstens können wir heute was machen. Das war spannend. Das brauchen wir überhaupt nicht. Wahrscheinlich brauchen wir das so neu. Wieder Ballen, oder? Sagen wir mal so, es ist bereits relativ spät.
habe Klemmen auf der Maschine gemacht. Das heißt, ich habe sie aufgenommen, und wenn man sind sie noch. Und ja. Noch blöderweise ein bisschen müde. Wenn du dann noch auf eine Karte kommst und du nicht zu schaffen hast, dann. Assessment Center. Also, wenn ich Englisch reden wollte, so einfach ist das. Ich möchte in meinem Land schon gerne gut aussprechen. Nicht irgend so ein Quark. So schaut's aus. Jetzt kommen wir hier auch noch ein paar Meter. Das wird für dieser Folge schon fertig werden, damit das den Helfer machen lassen würde, das stimmt nicht. Faul, bloß nicht.
müssen wir uns auch mal kümmern. Kalten und innen und schauen, ob man dann hier den Ertrag aufsteigen kann. Das sieht natürlich so eine riesige Mulche, die wir haben. Normalerweise sind wir schon. Müsste man eigentlich mal ausprobieren. Ja, unsere Bahn wird kleiner. Kann man so sagen. Aber das machen wir. Und wenn das Ganze noch gerendert, hochgeladen, dann kann ich schlafen. Erst dann. Naja. Krempel hier weg und dann passt das. Wenn wir beim nächsten Mal. Ja, es ist, ist auch wieder blöd. Ne? Guck mal, jetzt haben wir hier. Das war ja bei dem Season, ich weiß nicht, im 90er gab es auch. Du hast hier Schwaden gelegt. Schwaden haben sich irgendwann zu Heu umgewandelt. Ich glaube, es geht beim 19er. Du könntest gerne mal aufnehmen, aber ich glaube, das war's. Wenn du es zu lange hast liegen lassen, dann war es perfekt, dann ist es nicht fett. Gibt es hier beim 22er. Wenn ich jetzt als Publisher sehe, Mensch, da gibt es ein Seasons, das funktioniert wunderbar, hat dies und jenes, die haben an alles gedacht, dann frage ich doch mal, ob ich das nutze. Warum mache ich dann ein eigenes, was die Hälfte? Oder auch diesen Irrsinn, dass der Schnee nur bis mittags liegt. Ja, dann muss man die Monate noch länger wählen. Ja, dann bleibt der den ganzen Tag liegen. Was ist das für ein Blödsinn? Ich meine, da muss man ganz klar sagen, wenn man von dem Zeug keine Ahnung haben, keinen Bock haben, das zu machen, dann lass doch einfach die Finger davon, dass es denen machen, die es können. Was Motor starten. Wir hätten den ausgemacht. Aus Versehen auf eine falsche Taste.
Das Schmierfett haben wir auf den Karten, wo es ging, heruntergenommen. Bei der Galgenberg weigert er sich aber zu entfernen. Wenn wir das da machen, ist ein Einlauf insgesamt nicht mehr möglich. So, liebe Leute. Wir fahren zum Hof. Da werde ich die Folge dann für heute beenden. Mal gucken, was wir dann beim nächsten Mal machen. Wahrscheinlich werden wir dann das ganze Heu. Ne, wir lassen es einfach mal liegen. Wir gucken mal, was passiert. Ob da Heu von wird oder ob das Gras bleibt. Normalerweise müsste es ja, wenn es eine Weile liegt, wie schon gesagt, zu Heu werden. Hat es beim 19er mit dem Seasons funktioniert, welches nicht von Giants war. Aber ich glaube, genau das funktioniert bei diesem Seasons nicht. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst ein Däumchen, lasst ein Abo da, einen netten Kommentar. Wer mag, kann den Kanal unterstützen. Bei der Kanalmitgliedschaft habt ihr die Möglichkeit, dass ihr vorproduzierte Videos, sofern vorhanden, auf jeden Fall früher gucken könnt. Das ist zum Beispiel, also Vorproduktionen werden zum Beispiel bei den Multiplayern gemacht. Bei den Singleplayern eher weniger, aber Multiplayer und eben Horizon Zero Dawn. In diesem Sinne, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin erstmal. Ciao, ciao, mach's gut. Tschüss. Weniger, aber...